Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Ja, heute mal von, ja, was könnte das sein? Ribéry's Klo. Hab heute mal mit Frunk noch ein paar goldene Steaks gegessen und danach sah unsere Toilette so aus. Ist das nicht schön? Also seine Toilette. Sorry, aber ich bin auch kein Fan von dieser Aktion. Man muss es ja nicht so krass übertreiben. Gibt genug Leute, die nichts haben. Da muss man sich nicht nur sein Steak vergolden, ne? So, also. Hier quasi der goldene Schissklo für Franck Ribéry von meiner Seite. So, jetzt gehen wir mal rüber zum eigentlichen Geschehen. Hier haben wir heute, was haben wir heute hier, den Mythic Quagmire in Mamas Atmosphärischer Tulle. Dann haben wir hier als nächstes das Mythic Bob Pack mit Chris Gemälde, Zap Brannigan Porträt, Peter's Drawing und Eugene Belcher. Ist auf jeden Fall, also wenn ihr euren Bob noch nicht komplett gemaxt habt, ja, dann solltet ihr das jetzt mal echt machen, weil ich weiß nicht, Möglichkeiten, ja gut, er kommt immer wieder, aber trotzdem, haut rein, macht das, der ist echt gut. So, hier haben wir einen Eugene Belcher, auch gut, aber 10,99, naja. Paintings Box, ist neu heute gekommen. Hier haben wir Fry's Painting als Pre-Combo. Eine wunderschöne, also ich muss echt sagen, eine wunderschöne Karte. Geil gezeichnet, aber halt sehr defensiv. Ne? Und dann haben wir hier Mutilated Therapy Dolls. Die sind halt echt geil. Ne? Also hier haben wir eine coole Karte, Pointillism. Ja, mit dem Quagmire ist es sehr defensiv. Auch hier mal jetzt, aber. Leute, zieht euch das rein. 21-fach Cripple All und 16-fach Heal All. Das könnte tatsächlich der neue Santa Bill sein hier. Joy of Painting. Sensationell. Mac Portrait. Hammergeile Kombos teilweise dazwischen. Also Moral Restorer. Ja, die Karte oder beziehungsweise diese Box würde sich schon lohnen. Aber ist halt eine Mac mit dabei. Bin ich jetzt nicht der Fan von. Aber gut, was willst du machen? So, dann haben wir es immer hier in der Meisterschaft auch schon angelangt. Und dann gucken wir mal. In der Meisterschaft. Was haben wir denn da? Hier haben wir als allererstes vorne den Wallig. Ne? So, schauen wir uns doch mal den Wallig an. Was kann denn der Wallig? Und das ist alles, was er kann. Das ist einmal der Roger. Mit einer Fukinawa. Ja, das war's dann auch schon. Also, die klicken wir mal ganz schnell wieder weg, weil das ist nämlich der größte Schrott, den es überhaupt gibt. So, dann sind wir hier beim Ringer Bobby, beim Wrestler Bobby. Und den schauen wir uns jetzt auch mal an. Und hier, also, das haben wir einmal einen Bobby mit Push-Ups. Ja, Leute, also ehrlich ohne Scheiß, ne? Also jetzt mal ohne Flachs. Jetzt guckt euch mal an, was da aus der Karte links wird, wenn du die Push-Ups mit hinzupackst. Du hast einmal 13 Revanche auf der linken Seite. Rechts hast du 14 Revanche. Wow, eins mehr. Links hast du 13 Punch. Rechts? Nix. Links hast du 7-fach Craze. Rechts? Nix. Dafür kannst du rechts noch ein paar Leben mit hinzubekommen, wenn du eine Combo spielst. Toll. Super. Welcher Dull-Double hat denn sich dabei Congregate diesen Mist einfallen lassen? Ja, ich meine, sorry, aber der Ringer Bobby ist schwächer als der eigentliche Bobby. Was ist denn das für ein Käse? Also, sorry, aber da war ja wohl wirklich jemand mit einem ganz, 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 ganz hohen IQ am Start gewesen, der sich den Mist hat einfallen lassen. So, dann haben wir hier als allernächstes ADD Luan. Und ADD Luan ist das hier. Da haben wir einmal die Luan mit, also da unten dann Luan Platter mit Drogenkarten. Und da kommt die ADD Luan hinten bei raus mit Stoß, mit
Leech und mit Grace. Und davon schon recht ordentlich, sag ich mal. Ich glaube hier die Toad Licking ist die stärkste davon. Und ganz ehrlich, wenn Luan Plätter im Deck hat, guckt es euch einfach mal an. Also wenn Luan Plätter im Deck hat, der wird wahrscheinlich jetzt zuschlagen, weil ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, hier ist das mit einer, außer Hottis Luan noch mit einer der stärksten Kombos, die es für die Luan überhaupt gibt. Ja. Der ganze Rest hier ist nämlich ein ziemlicher Käse. Und da ist die hier, die ADD Luan, tatsächlich gut. Ja. Also wenn ihr eine Luan Platter wirklich spielen solltet, also ich würde euch sowieso empfehlen, schmeißt sie raus, weil die ist echt nicht gut. Ja, aber wenn ihr euch tatsächlich nicht von dem Ding trennen könnt, weil ihr die so hübsch findet oder was weiß ich nicht was, ja, dann solltet ihr jetzt wirklich diese 1000 Steine damit reinpacken. Und dann habt ihr eine der stärksten Kombos für Luan Platter ein bisschen gepusht. Als nächstes und als letztes haben wir hier die Softball Louise. Und die sieht folgendermaßen aus. Dann haben wir hier einmal Lois Griffin, The Stingers und Burns Ball. Ja, Softball Louise. Lois, nicht Louise, Lois. 37 und 15 Revanche. Wir das Ding jetzt mal maxen. Maxen wir die mal. Ja, das ist schon recht ordentlich, oder? 27 da unten mit des Dingers. 27 Angriff im First Hit. So, und jetzt kommt es natürlich. Also, jetzt muss ich sagen, das ist eine gute Combo von der Lois. Ja, also, und hier, das ist eine klassische Combo, wo du wirklich was rein investieren solltest. Also, du hast jetzt hier, wenn du da 10% draufrechnest, bist du bei 27-fach Punch. Und 24 Angriff. Da bist du schon bei 51 im First Hit. Plus noch die 20 Revanche, musst du ja auch noch rechnen. Nochmal 10% drauf. 27. Wärst du bei 30 Punch. 30 Punch und 26 Angriff. Bist du bei 56. Und das ist schon echt ganz nice, muss ich sagen. Also hier kann man sich echt überlegen, wer die Lois spielt. Ja, hier könnt ihr euch echt überlegen, wenn ihr The Stingers oder Burns Ball maxed habt. Also eigentlich bei The Stingers macht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn, aber ist ja egal jetzt. Also, dann solltet ihr euch echt überlegen, ob ihr da nicht 3 Kronen holt, also sprich 2 Kronen holt, sprich 3 Packs. Weil dann wird die richtig stark. Ne? Und dann lohnt sich die auch mal. Also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann ja, lasst mir mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Benjamin Leich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.